night, I try to love, but your heart is made of stone. All my tears, they fall like rain, yet you leave me here alone. I give you all I have inside, you pretend it's all pretend. Hallo zusammen, ich hoffe, dass es euch allen gut geht. Dieses Video ist ein ganz besonderes Video. Ich habe es ja schon angekündigt, dass jetzt ab dem 1. Dezember die Vlogmas-Reihe auf meinem Kanal startet und ich euch öfter mit täglichen Vlogs mitnehme. Und generell will ich ja einiges auch für mich über die Weihnachtszeit ändern. Ich finde einfach, man sollte damit nicht bis aufs neue Jahr warten, sondern sich schon gegen Ende des Jahres die Zeit nehmen, um runterzufahren und das Jahr nochmal Revue passieren zu lassen. Trotzdem will ich auch mit der Vlogmas-Reihe jetzt nicht zeigen, dass alles perfekt ist, sondern die Weihnachtszeit kann auch eine stressige Zeit sein. Es kann drunter und drüber laufen und bei mir läuft auf jeden Fall nicht alles gut und deswegen will ich einfach auch darüber sprechen und einfach etwas mehr Realität zeigen, gerade jetzt gegen Ende des Jahres. Und der Tag war ein richtig schöner Tag. Ich hatte dann meine Freundin zu einem Brunch eingeladen. Dafür habe ich mir einfach viel zu wenig Zeit das Jahr über genommen und oft stand einfach die Uni im Fokus, aber ich möchte das einfach nicht mehr. Ich möchte mir Zeit für meine Freunde nehmen, für meine Familie nehmen. Ich habe jetzt Eier gekocht, dann Gouda, Gurke, Tomaten, Butter. Dann habe ich hier noch einen Limonentee gemacht, frische Brötchen geholt, hier verschiedene Aufstriche, Multivitaminsaft und gleich mache ich dann noch für alle Kaffee. Ja, da kommt schon die erste. An dem Tag haben wir dann gemeinsam gebruncht und nachmittags hatten mir meine Eltern noch vom Bäcker ein Brioche mitgebracht. Wir sind noch zusammen ins Altenheim. Auch für meine Eltern und Verwandten will ich mir einfach die Zeit nehmen und ich habe nicht mehr viele alte Verwandte und das ist mir einfach so, so wichtig. Ein bisschen, wo der Tag hin ist. Ich bin mittlerweile in Mainz angekommen. Wir haben ungefähr 16.30 Uhr und habe jetzt endlich einen Parkplatz gefunden. Das sind ja immer so kleine Struggles im Alltag. Und für mich ist es auch irgendwie noch sehr ungewohnt, jetzt auch wieder täglich mitzufilmen. Ich wollte jetzt aber eher mal wieder so zeigen, wie generell mein Alltag aussieht und euch auch bei anderen Dingen mitnehmen. Und dazu gehört auch diese tägliche Parkplatzsuche und auch das Hin- und Hergefahre. Ich bin mittlerweile einfach auch super gerne in der Heimat. Ich merke einfach, wie viel mir meine Familie, aber auch meine Freunde geben. Und deswegen nehme ich manchmal auch einfach jetzt diese Fahrerei auf mich. Früher wollte ich das immer verbinden und habe auch einfach probiert, möglichst viel Zeit in Mainz zu verbringen. Aber ja, mir gibt es einfach mittlerweile so viel und ich denke mir auch immer, dass die Zeit mit ihnen so wertvoll ist, gerade auch mit älteren Verwandten. Und heute habe ich jetzt auch wirklich nicht viel für die Uni gemacht. Eigentlich sieht so ein Tag unter der Woche eher selten aus. Aber ja, muss es auch mal geben. Und dadurch, dass die Wochenenden jetzt auch immer voll sind, bleibt da eben wenig Zeit, meine Freundinnen zu sehen. Und das ist mir eben auch wichtig. Und ich bin einfach so dankbar. Und ich weiß, das sage ich oft, aber ich bin so dankbar für langjährige Freundschaften. Jetzt mit den Freundinnen, die ich heute gesehen habe, bin ich einfach seit der 1. Klasse oder seit der 5. Klasse befreundet. Und sie sind einfach bis heute meine besten Freundinnen und wir nehmen uns auch viel zu selten die Zeit, uns regelmäßig zu sehen. Also man probiert es schon in den Alltag unterzubekommen, aber oft sieht man sich dann doch nur so auf Festlichkeiten und da bleibt einfach nicht so die Zeit zum Reden und die hatten wir heute eben richtig viel. Jetzt muss ich erstmal hier auspacken. Ich hatte nämlich auch echt viele Sachen dabei, weil ich noch ein paar Sachen da auch besorgt habe, also in der Heimat. Und jetzt stehen noch so ein paar Dinge an, die ich heute auf jeden Fall erledigen will. Mal schauen, wie ich so die Runde bekomme. Das nähert sich langsam dem Ende. Es fehlen mir jetzt noch zwei Türchen. Die gehe ich morgen wahrscheinlich noch besorgen. Beziehungsweise das eine Türchen ist das Fotobuch. Da muss ich noch ein paar Fotos ausdrucken, damit ich die letzten Seiten noch befüllen kann. Und dann ist es auch fertig.
Und das sind jetzt schon mal die Sachen, die ich für den Adventskalender habe. Also zum einen hier diese Proteinriegel, das sind die zwei Marken, die ich auch am meisten mag, also Koro und Linis Bites. Übrigens werde ich ihm auch sagen, dass er jetzt nicht diesen Teil vom Video anschaut, sonst sieht er ja schon alles. Dann habe ich einen Adventskalender, also einen Tee-Adventskalender geholt. Das ist dann auch das erste Türchen, weil er generell super gerne Tee trinkt und sich da komplett durchprobiert. Und ich dachte mir, dass das dann ganz passend ist, dass er da nochmal parallel was zum Aufmachen hat über die Tage. Dann habe ich hier noch so verschiedene Wellness-Sachen geholt, gerade weil in der Weihnachtszeit dafür ja auch etwas mehr Zeit sein sollte. Und dann noch einen Nikolaus, da wollte ich jetzt heute aber auch noch einen Nikolaus holen gehen. Fünfe mag er richtig gerne, die mag ich zum Beispiel gar nicht. Und dann probiere ich es eben auch immer sehr persönlich zu gestalten, deswegen auch Karten mit persönlichen Gutscheinen, die er einlösen kann. Und das ist die Karte für Weihnachten. Da werde ich parallel ein Fotobuch noch machen. Also das ist dann auch so das größte Geschenk, weil wir uns auch gegenseitig nichts zu Weihnachten schenken. Und da habe ich so das ganze erste Jahr von uns gemeinsam zusammengefasst. Also wir kamen am 2.12. letztes Jahr zusammen. Und dann ist das auch so unser erstes Weihnachten zusammen. Und das hier ist noch ein Türchen, und zwar ein Kaffeegutschein für Lisbeth. Also das ist hier ein Café, wo wir super gerne so eine Mittagspause verbringen. Und genau, das sind schon mal die Sachen. Die packe ich jetzt noch ein und dann brauche ich nur noch so ein paar Kleinigkeiten. Das ist mal wieder die schlechteste Idee, jetzt in den Keller zu gehen, wenn es schon dunkel draußen wird. Aber ich will jetzt unbedingt den Adventskranz noch machen, weil es sonst wieder viel zu spät wird. Ich habe jetzt gerade mal den Adventskranz, ich wollte schon Kalender sagen, aber nein, Kranz, aus dem Keller geholt. Ich verwende den tatsächlich seit richtig vielen Jahren, also seitdem ich ausgezogen bin. Aber ich wollte mir eigentlich dieses Jahr einen neuen kaufen, und zwar so einen modernen. Ich kann euch gerne mal hier ein Bild einblenden, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Ich muss nur sagen, dadurch, dass mein Freund und ich wahrscheinlich nächstes Jahr zusammenziehen, denke ich mir einfach so, dann ist es vielleicht schöner, wenn wir uns das nächstes Jahr zusammen aussuchen, weil ich finde, so ein Adventskranz ist schon auch immer was Besonderes und sollte auch so was Traditionelles sein, was man jedes Jahr rausholt. Deswegen bleibe ich wahrscheinlich einfach dieses Jahr bei dem Brett. Ich verziehe das noch ein bisschen mehr, also hier kommen noch so Tannenzweige und so rein, aber ich finde es eigentlich ganz schön. Ich bin jetzt hier gerade mit meinen Lernzetteln fertig geworden und so sieht das jetzt mittlerweile aus. Ich drucke das jetzt noch aus und dann kann ich auch anfangen mit dem Lernen. Ich habe jetzt erst einmal was Bequemes angezogen. Ich wollte mich kurz nochmal so bei euch melden. Ja, es ist ja jetzt generell ein kürzeres Video gewesen, aber ich wollte einfach heute am 1. Dezember schon mal etwas hochladen. Heute hat auch übrigens meine Mama Geburtstag. Wenn dann der 1. Dezember ist. Das Video war eigentlich auch anders geplant, weil ich euch ein paar mehr Tage mitnehmen wollte, aber dadurch, dass ich jetzt krank wurde, ging das einfach nicht. Ich nehme euch jetzt die nächsten Tage wieder mit in einem What I Eat, um eben da direkt auch zu Beginn der Weihnachtszeit über ein paar Dinge zu sprechen, die mich beschäftigen und die mir einfach auch so über die letzten Jahre geholfen haben, in der Weihnachtszeit für mich eine Balance zu finden. Und ich hoffe, dass ihr euch darüber freut. Und yes, heute wird wahrscheinlich auch nicht mehr so viel passieren. Ich esse jetzt gleich noch zu Abend. Ich hatte mir ein paar Reste mitgenommen und mache mir die einfach warm. Mittlerweile liebe ich das ja, kennt ihr ja von mir, und schaue dazu wahrscheinlich einfach noch ein bisschen Trash. Also ich mache es mir sehr gemütlich und ja, freue mich jetzt auf die Zeit, die kommt, und wünsche euch noch einen schönen ersten Advent, und wir sehen uns am Mittwoch wieder auf meinem Kanal.